So, geht los. Sonntag kann starten um fast Mittag. Ah ja, war doch schön. Zwei schöne Bilder bekommen. Nee, ein schönes Bild. Ein schönes Bild und ein Schachbrett. Yeah. Ohne Schachfiguren, aber eine Serie, die haben wir ja. Wir haben Schachfiguren. Ja, wir haben auch ein Schachbrett. Aber damit muss man ordentlich spielen, weil es ist ja nämlich ein Schachbrett aus Glas. Ja, ich habe gesehen. Also wieder zusammen, der typische Lärm hier. Nein. Nein? Du bist immer noch. Dein Vogel. Wow. Und der Vogel war so viel. Da. Mein Vogel war da. Das sind kleine Spatzen. Verlier es nicht. Nein, gut, das heißt auch da. so mit dem Bauch. Nein. Mach mir gar nicht mal anders Geld. Das ist doch mal weg. Neu. Das hast du ja ein Spielzeug mit dir gebracht. Null Surprise. Sogar eine Menge. Miau. Eine Katze? Ich weiß nicht, was das sein soll. Ja, Katze. Ist Katze? Miau. Auf zum Strand. Da ist doch richtig was los. Ja klar. Partyboot. So Onkels, wa? Für Feuer. So, Bahn beendet. Warte, ich brauch noch den Rucksack. Panik. Bahn beendet. Eis am Start. Guten Morgen, liebe Leute. Hey, Mann. Was war das denn für ein langer Chat gestern? Ich wollte nur eine Stunde oder so kurz mal zur Feier des Tages, dass der Computer wieder läuft. Und was ist daraus geworden? 4 Stunden. Boah. Naja, also war ein bisschen lang. Ja, nicht so schlimm. Hat ja alle gerne gemacht. Schaut sich doch keiner an. Okay. Nur dumm Laber und ein bisschen hier Blubber von mir. Naja. Okay, heute geht's los. Heute kann ich wieder schneiden. Heute kann ich wieder großzügig aufnehmen, sozusagen. Bin jetzt erst dazu gekommen, die Kamera das erste Mal anzumachen. Ich habe schon aufgeräumt, also hier alle geordnet, die ganzen Räder. Hab schon draußen alle schick gemacht und jetzt los. Und heute knacken wir die 500. Das müssen wir uns wirklich irgendwie, also das muss irgendwie funktionieren. Ich bin sehr gespannt, ja, ob das klappt. Ey, und dann haben wir 500 Abonnenten. Ey, das ist nicht schlecht, muss ich mal sagen. Also das finde ich schon mal richtig gut. 500 Abonnenten, von denen sich wahrscheinlich auch, ich schätze mal, 490 wirklich dafür interessieren. Und das ist wichtig. Ja, nicht nur dieses, oh geil, du bist im Trend, deswegen abonniere ich dich, sondern eben, ihr wollt was sehen, ihr wollt was wissen, ihr wollt mir über die Schulter gucken und das finde ich gut. Also es ist wirklich, das ist eine viel engere Gemeinschaft als natürlich dieses breiten Spektrum, dieses millionenfache. Naja, schauen wir mal, wie weit wir das noch treiben können. Heute wird die Vespa repariert. Da kommt der Arndt vorbei. Der Arndt macht die Vespa fit. Na, können die Leute nicht mit Schlüsseln umgehen oder was? Oh, unglaublich. Hin und her biegen.
Das ist ja komplett ab. So muss es sein. Schlüssel sind ein absolutes Manko, ey. Jetzt heute Morgen ist mir auch schon wieder ein Schlüssel abgebrochen von so einem Arbeitsschloss. Beziehungsweise nicht abgebrochen, sondern der... Also, ich habe einen Schlüssel abgeholt beim Kiosk, der zurückgegeben wurde. Und der war so, 90 Grad. Keine Ahnung, was die damit gemacht haben. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, vielleicht ist einer raufgefallen auf den Schlüssel oder was weiß ich. Auf alle Fälle haben sie natürlich das Schloss dann nicht mehr benutzt. Weil sie den Schlüssel nicht mehr gerade gebogen bekommen haben. Ich habe versucht, ihn gerade zu biegen. Ist ja keine Chance. Das bricht auseinander. Das ist natürlich ärgerlich. Hätte man ruhig so fair sein können, aber so viele Schlüssel ist sonst kaputt gegangen. Ne, weil definitiv so 90 Grad war er nicht, als ich ihn rausgegeben habe. Jetzt habe ich wieder ein Schloss weniger. Das ist so ärgerlich. Die Schlüssel. Vernünftige Schlüssel muss man bauen. Schlüssel, Schlösser. Oh, da gibt es so viel Bedarf, was man wirklich noch in gut bauen könnte. Das ist unglaublich. Ich habe jetzt Ersatzteile von Staubsauger zusammengesucht. Und zwar den Filter habe ich mal geholt. Meine Frau ist da und die shoppen. Das ist das erste kleine Internet-Shop. Den Filter habe ich neu geholt. Ist viel zu einfach geworden, Geld aussehen. Dann dieses Ding ist doch kaputt bei uns. Ich finde es viel wichtiger, am Sonntag mal Geld auszugeben für die Familie und so. Ja, war doch auch schön gestern. Ja, war schön. Aber auch wieder. Ja, das war teuer. 150 Euro gekostet. Hat Anni auch gesagt. Was? Wieder Essen? Oder war das Hunger? Ja, warum wollen wir mal da in Friesland? Was kann ich mir nicht mal erlauben? Nun, wir fahren halt auch mit Schnitzel gewesen. War gestern Luxusessen. Also Luxusfass. Man merkt da auch einfach, ey, wenn man diese matschigen Teile hier kriegt, dass die halt auch gute Nudeln benutzen. Ne? Oh ja, jetzt haben wir, war schön. War schön, ich fand auch schön. Ein schöner Tag. Ja, jetzt gibt's Kaffee. Ja. Und der erste Auftrag ist da für heute. Platter Reifen. Einmal platter Reifen, dank Reißzwecke. Ja, der muss getauscht werden. Also kommt gleich ein Marathon Plus drauf und dann ist das gut. Und wen haben wir hier als Gast? Und wer schaut sich da YouTube-Videos an? Hä? Blumen. Papa, du sagst Blumenbündchen. Na, weil ich die Bündchen auch mal brauche ab und zu. Ach so, für die Lampen von dem Papa. Genau, für hier zum Beispiel. Aber lass sie mal drin, weil die sind alle noch gut. Nicht auskippen, keine Unordnung machen bitte. Das wäre mir sehr lieb. Ich hab schon noch ein paar, noch eine ganze Menge. So. Die Überwachung anders auf, wenn die auskippen und dann gehen die kaputt. Einmal ab. Hopp, hopp. So, Vorderrad ist raus. Ist die untere Sonne runtergerutzt. Ach du liebe Zeit. Naja, na, so weit müssen wir ja noch nicht unbedingt zeigen. Aber davon sind wir auch mit Auto gekommen. Ach, guck mal, hier ist er noch drin. Da, guck, hier, da. Wo noch denn? Da. Was ist das? Das ist der Nagel, deswegen ist das kaputt. Musst du auch mal einen neuen Reifen senken. Guck. Oh, die Luft geht raus, nicht gut. Naja, ist platt. Was machst du denn? Doch, ja, das müssen wir neu machen. Warte, Fehler. Ein. Aber du kannst ihn ja nicht zusammenkleben. Nee, das kann man nicht mehr kleben. Eine für dich linke. Puder? Und ich hab auch so eine Halskette. Einfach filmen. Oh Gott, ey, wie sieht denn das aus? Aber wir müssen unsere Hände waschen. Das ist furchtbar. Na doch, ja. Hier unten werden sie immer wieder schmutzig. Das ist das Problem. Kriegt die schon sauer. Ob die dann auch abends sind, die schon sauer. Wenn ich eine Wanne hier und ordentlich schrubbe. Papa, weißt du, die Kleine wollte das in ihrer Nase machen. Dort, gerade eben mit dem Nagellack. Macht man nicht. Aber hat sie nicht gemacht, hat sie auf den Lippen gemacht. Ja, genau. Und dem machst du den Zierhahn. Genau. Guten Morgen. Guten Morgen, ja? Ja, wir sind ja, klar. Super. Und dann ist Feierabend.
Mit dem ersten Auftrag schlag mal. So, ich glaube zentriert. Noch ein bisschen. Läuft. Bremst. Bremsbelag sollte man mal tauschen. Ja. Da anfange, vorne, hinten, überall. Ja, hier, Felgenband, die Ursache, kaputtes Felgenband, die Ursache von den Plattenreifen. Also, neues Felgenband drin. Wird es doch ein bisschen teurer. Ich habe jetzt gerade Lumen verboten. Oder was heißt verboten? Ich habe zu Lumen gesagt, das ist die letzte Sendung, die du guckst. Jetzt ist wirklich Feierabend. Das ist schlimm. Weiter auf YouTube läuft es ja. Für Kinder ist ja. Boah, ist ja grausam. Guckt sich halt so Sendungen an, wo Erwachsene mit Spielzeug spielen. Das ist ja wirklich schlimm. Jetzt war gerade Pepper und Schorsch. Und, ey, war das schlimm. Pepper, Schorsch im Bällebad. Könnt ihr euch einmal angucken, wenn ihr wissen wollt, was schlimm ist. Das ist schlimm. Und aus Sicherheitsgründen musste ich das canceln. Jetzt, weil die verdummen ja total. So, kannst du nicht gucken. Ey, mal einen Trickfilm, ja, so wie früher, wo wir uns mal hingesetzt haben, Trickfilm geguckt haben. Aber doch nicht so hart. Ist ja beleidigt abgehauen. Wollte mich treten und schlagen. Naja, ist halt Lumen, die ist ja schon speziell, aber. Das ist nicht. Ist ja nicht aufhörbar, wa? Wieder mal der Fall, so kommt er an, die Bremse funktioniert nicht. Ja, diese billige Bremse, guck mal hier. Ah, ist das halt ein Mist. Funktionieren. So eine billige Bremse kann nicht funktionieren. Wenn da die Feder zu viel Spiel hat, wo soll ich die denn da hinklemmen? Ah, dass hier rausrutscht. Kann man was sehen? Auch mal beide Hände jetzt zum Arbeiten hier. Okay, komm mal. Bremse haben wir eingestellt, das funktioniert wieder. Also immer darauf achten, dass das natürlich zugeschraubt ist hier. Ja? Also wenn ihr die Schraube hier offen habt bei den billigen Bremsen, ja, dann rutscht die Feder halt raus. Also die muss in einer guten Position stehen. Ja, darf hier kein Spalt dazwischen sein. Also hier kein Spalt. Sonst rutscht die Feder raus. Das ist eine billige Bremse. Das ist bei teureren Bremsen wirklich definitiv anders. Also kann man vergleichen. Läuft richtig schlecht der Dynamo, deswegen kriegt er ein Käppchen. Dynamo-Laufkappe. Hier erhöht die Reibung, die Kontaktfreudigkeit. Dann läuft er wesentlich ruhiger. Läuft besser. Nächste Rad mit einem Defekt. Das ist ja schön, dass das mal passiert. Was heißt schön, ist es natürlich nicht, dass sowas passiert. Aber so kann ich es euch auch mal zeigen.
Hier habt ihr vielleicht auch einige Leute von euch. Der ist lose. Na? Und der ist halt hinterm Tretlager geschraubt. Das heißt, das Tretlager hat sich rausgeschraubt. Hier hat es sich reingeschraubt. Dadurch wird der Kettenschutz lose. Und den muss man halt wieder festmachen. Aber es ist eigentlich nicht schwer. Wenn man das Werkzeug hat und so, ist es halt nur aufwendig, weil man muss beide Seiten abmontieren, die Tretkurbel demontieren und eigentlich dann das Tretlager auf der einen Seite rausschrauben, auf der anderen Seite wieder reinschrauben, damit das Teil wieder fest wird. Und nur um diesen ollen Kettenschutz festzumachen. Das ist ein bisschen schade, dass dahinter überhaupt geschraubt wird, aber so merkt man halt wenigstens, dass sich das rausschraubt. Ist aber, weil die werden nicht mit dem richtigen Drehmoment angezogen und dadurch die Tretlager und dadurch sind die Schalen locker dann irgendwann. Hallo liebe Leute, das ist soweit. Ich würde mal sagen, Rahmen sparen ist voll. Und zwar hiermit, wenn ich das hier drin haue. 1, 2. Hier. Ist voll, der Rahmen ist voll. Definitiv. Wow. Geil. Wie viel ist da jetzt drin? Also den hier abgezogen. Ja. Bis dahin, bis dem. Wie viel ist hier drin, in dem Rahmen? Was schätzt ihr? Ja, mal gespannt. Jetzt haben wir nur noch hier. Die Röhre ist ja auch weit voll. Also viel fällt natürlich aber auch normalerweise nicht an, muss man sagen. Ich frage natürlich jeden explizit, hast du 6 Euro, hast du 1 Euro, hast du 2 Euro und so. Gut, jetzt zurück zu diesem Tretlagerproblem hier. Müssen wir ja mal anfangen hier damit. Naja. Jetzt schraube ich hier den Kettenschutz ab. Die schreien die ganze Zeit nur. Hast du das draußen gehört? Das hört man die ganze Straße lang. Du musst jetzt nach oben kommen, weil ich hab's bis in den Keller reingehört. Ja, super. Ich hab das Klassenzimmer gespielt und meine Mutter hat alles auch noch gemacht. Nee, hab ich gar nicht. Das gehört mir. Die Brille, die da hat gehört, das ist Ruhe. Gib mir die Brille. Die gehört ja zu der Figur. Aber Anuka war voll gemein. Mein Orangensaft. So geht das hin und her, ne? Mein dies, mein das. Benehmt euch, spielt bitte miteinander vielleicht, ja? Na gut, okay. Ach, ja, das übliche Streiterei. Aber ganz so laut schreien muss man halt nicht. Das muss einfach nicht sein. Was ist das? Kinderblutung. Pack das doch weg. Dass keiner rankommt. So schön. Mann, Mann, Mann. Ist ja, hier ist was los. So, ey. Familie ist halt wieder da, ne? Das ist das eben. So, jetzt weiter. Unsere Familie ist wirklich die lauteste hier in der Straße, glaube ich. Also von den Touristen mal abgesehen, die nachts mal Bude machen. Aber so vom Kindergeschrei her haben wir bestimmt den höchsten die höchste Dezibel. Zahl. Ja, ist doch normal. So, Abzieherin.
Hier, das ist natürlich hier total locker und so kann man natürlich nicht weiterfahren. Also, das geht nicht. Jetzt schlägt ja auch aus hier. Dann geht das Gewinde hier drin kaputt im Tretlagergehäuse und dann ist der Rahmen Schrott. Ja, das will man ja nicht. Ich meine, wenn der Rahmen Schrott ist, dann ist der Rahmen Schrott. Und dann hilft nur noch ein Reparaturlager, was man da einbauen kann, aber das war's. Hier sieht man auch mal, wie weit das reingedreht ist, ne? Die Schale. Ja, das sieht natürlich nicht, das muss wieder raus. So. Hat schon Spiel hier. Gestern geärgert. Also, wieso das? Über meine finanzielle Situation habe ich mich geärgert. Das ist gestern Abend, das habe ich die letzten zwei Tage beobachtet, einfach aus Spaß und Freude. Da war er natürlich auch als alter BMX Pro. Aha. Pro. Boah. Oh, Essen. Mann, Leute, was ist denn hier los, ey? Komm aus dem Quatschen nicht mehr raus. Keine Zeit. Bin immer noch beim Schlauchwechsel, ist schon kurz nach 8. Der holt da oben rum, der Wolfgang. Der singt nach mir. Oh, wann kommst du? Ja, hallo. Wolltest du dein Rad nicht mehr haben? Ja, du warst schon zu, als ich gekommen bin. Du warst aber nach 9 da. Ja, ich bin irgendwo versagt. Also. Ja, okay, liebe Leute, jetzt haben wir richtig schön lang laufen lassen hier. So, meine lieben Leute, jetzt hier es ist jetzt genau, schauen wir noch mal auf die Uhr, 20:56, 21 Uhr und ich kann anfangen jetzt, oder jetzt kann ich anfangen zu arbeiten. Normal ist das nicht. Hier bei dem Rad ist das Problem, dass der Konus durch ist. Eigentlich müsste kein neues Hinterrad rein. Eigentlich müsste man es einstellen und zentrieren, aber die Dame möchte das nicht. Muss man so sagen. Sie fühlt sich sehr unsicher darauf. Sie ist sehr sensibilisiert, meint sie. Und wenn man das hier dann auch anfasst und da merkt man ja schon die Vibration und das wird ja nicht besser, wenn man es einstellt, ist grundsätzlich richtig. Da hat sie recht. Also wenn man das merkt, dass es wie das vibriert hier, wenn man am Sattel anfasst, so schon. Und wie das knarzt da drin.
ist das Lager hin, das wird auch nicht besser. Auch nicht mit einem neuen Lager oder irgendwas, weil die Laufflächen sind kaputt. Den meisten reicht das, aber sie möchte ein neues. Sie möchte ein neues Hinterrad drin haben und dann ist es gut. Dann machen wir das doch. Ist ja überhaupt kein Problem. Ich baue aus. Haben wir raus. Auf alle Fälle. Jetzt baue ich den Zahnkranz hier aus. Den hole ich runter. Den Reifen ziehen wir ab. Und das alles um 9:30. Und liebe Leute, vielleicht habt ihr Verständnis dafür, wenn ich in Zukunft nicht mehr Aufträge nebenbei so mache oder so. Weil, falls jemand von euch hier in den Laden auch vorbeikommt, hier Kunde ist, nicht wundern, in Zukunft werde ich die Aufträge alle nur noch annehmen. Nebenbei mache ich nichts mehr. Ich kann nur noch annehmen. Also, eine Kleinigkeit wird sich nicht vermeiden lassen. Ich kann ja auch nicht anders, werde ich dann auch, ja, wenn es irgendwas ist, einhängen oder siehst du, dass er hier ist. Ansonsten Werkzeug draußen benutzen. Es geht einfach nicht. Ich kann es nicht. Ich schaffe es nicht. Dann stehe ich hier 2 Stunden länger. Das ist es nicht wert. Ich muss halt ab und zu auch meine Familie sehen. Die Speichenreflektoren nehme ich auch raus. Ja, also wie gesagt, das in Zukunft nicht mehr, weil ich schaffe es sonst nicht. Heute waren viele so eine Fälle dabei, so, ah, mal ganz schnell, kannst du nicht mal ganz schnell, ist ja nur kurz, ist doch nur kurz, ja, ist ja auch nur kurz, aber ist es kurz hier, 10 Minuten, kurz da, 15 Minuten. Insgesamt habe ich für Kurzaufträge heute bestimmt 2 Stunden verplempert. Und gebracht haben sie vielleicht 10 Euro, also das bringt gar nichts, also 5 Euro die Stunde, das bringt nichts. Und hier unten blieb die Arbeit liegen und jetzt habe ich 3 Räder nachzuarbeiten. Nur so, deswegen mag ich das nicht mehr. Ich meine, ich arbeite gerne länger oder so, ja, wenn viel zu tun ist und so, das mache ich. Also, ja, 14 Stunden, 15 Stunden, alle kein Problem, aber irgendwo ist Grenze. Pegasus, es verfolgt mich. Pegasus Premio SL, was auch immer das SL zu sagen hat. Super Luxus oder irgend sowas, aber davon kann hier keine Rede sein. Also der Antrieb ist komplett durch. Heute ist Antriebstag. Der muss einmal neu. Und was war noch bei dem? Ich muss mal glatt auf die Liste schmulen. Antrieb, Klingel, Bremszug. Na, ich bring mal ein Hinterrad raus. Kette ab. Schaut euch das an, ey. Das kann man auch so nicht mehr fahren, ey. Hier. Ihr schleift euch die ganzen Schalter kaputt mit dem Dreck, den ihr dran lasst. Was ist denn das? Den Dreck runter. Den Dreck vom Schaltwerk weg. Hier. Das ist ein Zahnkranz. So muss der aussehen. Man muss die Zähne sehen können. Und nicht so. Das, guck mal, hat überhaupt keine. Es muss bis nach oben gehen. Und wenn ich das hier mache, kann ich so abstellen. Das muss nach oben schnappen. Das Verarzt, das Müll, das Schaltwerk ist auch hin. Geht so nicht. Von einer Seite vom Zahnkranz, vom Schalträdchen. Eine Seite. Muss doch nicht sein. Also wenn das Schaltwerk vor lauter Dreck sich nicht mehr bewegen kann, funktioniert es nicht präzise. Es funktioniert vielleicht ein bisschen, aber niemals präzise. Also immer sauber halten. Sauber, sauber, sauber. Nicht immer nachschmieren, 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 Dreck dran am Öl, nachschmieren. Nee, sauber machen, richtig sauber. Vielleicht schnellen wir es jetzt mal rein. Yeah.
aber langsam. Okay. Das Guten Abendlied. Ich mache jetzt Feierabend. Meine Tochter hat mich abgeholt. Das finde ich total nett von ihr. Und ich würde mal sagen, wir machen zusammen den Laden jetzt zu und hauen jetzt ab und gehen nach oben. Ich muss mich duschen, waschen, schneiden. Schneiden? Schneiden. Achso, das Video. Das Video schneiden, ja. Und sagen wir feinartig. Tschüss, bis morgen. Schlaft gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Ciao.